du kannst anfangen. Hallo und herzlich willkommen zur Sneak Preview Review diese Woche mit Haywire. Haywire ist ein Film, in dem es um eine Frau geht, die irgendwie eine Actionheldin ist. Eine Freundin von mir meinte, dass sie gut findet, dass der Film nicht ganz so viel Gewalttätigkeit hat. Naja, vielleicht wird der Trailer im Hintergrund das auch beweisen. Mein Eindruck über den Film war, es geht darum, dass eine Frau sich durch verschiedene Städte der Welt prügelt und Verfolgungsjagden durchsteht. Es gibt Action, man langweilt sich nicht. Es gibt eine bemerkenswerte Häufung bekannter Schauspieler. Es ist, vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt, die Lichtverhältnisse im Film schwanken ein wenig. Am Anfang eher bläulich, zum Ende hin eher gelblich oder umgekehrt. Das kann ich gerade gar nicht genau sagen. Mir fallen am Ende viele blaue Szenen ein. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ihr den Film unbedingt sehen müsst, aber laut Kritik soll es sowas Ähnliches sein wie die Bourne Identity. Habe ich jetzt nicht gesehen. Die Frau wusste die ganze Zeit, wer sie ist und warum sie die anderen Leute verprügelt. Leider erfährt es der Kinozuschauer erst sehr spät und auch nur teilweise. Größtenteils weiß er überhaupt nicht, warum etwas passiert. Aber wie gesagt, es gibt Action, es gibt einige Szenen, die fast lustig sind. Es gibt keine großen Gefühle, braucht man auch nicht. Und es gibt Antonio Banderas mit Vollbart. Also wer den Mann mit Vollbart nicht erkennt, das ist Antonio Banderas. Und also viel Spaß beim Film, wenn ihr ihn euch anschaut. Wenn nicht, kann ich euch auch nicht helfen. Bis nächste Woche.